Herzlich willkommen zurück zum Mario Kart 8 Deluxe, heute mit Lakitu, nachdem er uns im letzten Part unnormal viel helfen musste mit dem Sportcoupé, Slickreifen und den Wolkenballons und natürlich den Blitzcup. Heute wird alles besser. Wir starten zwar in Tic-Tac-Trauma vom Nintendo DS, aber wir werden es schaffen. Oder Lakitu, wir beide, Dream Team. Da oben ist dein Kumpel. Diesmal musst du uns nicht so oft helfen. Hoffe ich. Ich meine, noch eine Regenbogen-Boulevard-Strecke steht uns heute bevor. Nämlich die vom Nintendo 64. Aber da bin ich guter Dinge. Hoffentlich schaffen wir es heute auch mal wieder, Erste zu werden. Wäre zumindest relativ schön. Also ich meine auch überhaupt einmal Erste. Nicht mal insgesamt. Nur überhaupt einmal Erste. Das wäre echt nice. Aber hey, es läuft wirklich gut. Gut, dass ich da davor fahre, das wisst ihr, dass das passiert. Sollte keine Überraschung mehr sein. Oh, diese... Oh, ist so schlecht. Mhm. Okay. Bislang wirklich gut. Wenn man das mal mit dem letzten Part vergleicht. Zwar kein Item, aber damit kann ich leben. Gut, das wisst ihr. Scheiße, wie macht man denn diese Kurve? Okay, ich setze die Münze ein, um sicher zu sein. Ich fahre auch nicht die Abkürzung oder so. Ich nehme zwar diesen Stunt hier mit und den hier. Aber das reicht. Sehr schön. Viel besser als im letzten Part. Als nächstes kommt die 3DS Röhrenraserei. Vielleicht schaffen wir es ja heute, das komplette Gegenteil zu machen, wie vom letzten Part. Wenn ja, dann heißt der Part hoffentlich das komplette Gegenteil. Okay. Aber jetzt muss ich mich erstmal anstrengen, wieder vorzukommen. Kein Pilz, schade. Aber Junge, was hat man denn hier bitte für einen Schwung? Okay, ich habe einen weggebombt. Also gut, das soll mich jetzt eigentlich erstmal nicht interessieren. Mach einen Fehler, Scheigerl, komm. Mist. Hat besser als ich. Zwar nicht viel besser, aber das reicht, um Erster zu bleiben. Okay. Ja, Mist. Okay. Crap. Okay, perfekt. Nicht perfekt. Egal. Hauptsache den Starry nicht. Den hätte ich überhaupt nicht gebrauchen können. Ja, das war nicht gut. Ich muss viel zu oft abbremsen. Aber ich will auch nicht gegen die Wand immer knallen. Scheiße, wo kommt die Banane her? Wurde er getroffen? Nee, da ist er. Das machst du nicht. Fahr. Okay, irgendwie. Nicht wirklich schön, aber irgendwie. Damit kann ich irgendwie leben.
In den Vulkangrollen wird es aber genauso brutal, denke ich mal, zugehen. Aber ich weiß, wie die Strecke tickt. Here we go. Den wollte ich nicht einsetzen, aber ich hab's gemacht, weil ich ein Idiot bin. Egal, irgendwie ausgebügelt trotzdem noch. Es ist ja jetzt nicht viel passiert. Und Scheiger hat einen Fehler gemacht. Mist, hä? Bin irgendwie doch drauf gekommen, aber irgendwie auch nicht. Ganz komisch. Nein. Hier ist viel zu viel. Das war schon die erste Runde. Oh, sehr, sehr holprig, auf jeden Fall. Die Musik geht ab wie Sau. Oh Gott. Na, 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 na. Scheiße. Okay, hol dir das Doppel-Item. Genau, mach die Münzen wieder voll. Hey, wieso geht der Boden erst in der letzten Runde kaputt an der Stelle? Ich glaub schon. Aber hey, es läuft hier besser als gedacht. Klar, diese Kurve hier kann ich nicht gut, aber besser als ich dachte. Sehr schön. Nein, okay. Passt, passt. Hätte ich nicht abgebremst, wäre ich runtergefallen. Aber so komme ich irgendwie mit klar. Ich kann damit leben. Wirklich. Ich habe mehr Punkte als im letzten Part. Damit willkommen zum Finale. Nintendo 64. Regenbogen. Boulevard. In 200 CCM meiner Meinung nach eine der besten Strecken. Habe ich richtig Lust drauf. Klar, auch die ist manchmal brutal. Aber ich liebe sie halt so über alles. Auch wenn ich gerade vergessen habe, dass der Beschleunigungsstreifen auf der anderen Seite war. Passiert. Na, 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 na. Erster Platz ist hier Pflicht. Bitte. Irgendwie. Okay, letzter Abschnitt. Jetzt konzentrieren. Kein Gesinge mehr. Einfach nur fahren. Das sieht wirklich gut aus. Du zerstörst jetzt nicht mein Flow. Danke. Ich liebe es, diese Strecke so richtig lang zu rasen. Gut, damit war das wirklich das komplette Gegenteil vom letzten Part. 60 Punkte, 3 Sterne. Ich bedanke mich an jeden, der wieder hier dabei war bei diesem Part von Mario Kart 8 Deluxe. Ich wünsche euch natürlich auch noch allen einen wundervollen Tag. Hoffe, euch beim nächsten Part wieder begrüßen zu dürfen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Credits. Die habe ich vergessen. Die brauchen wir auch noch, oder? Die hatten wir noch nicht. Dann zeige ich euch die jetzt. Weil es gibt keinen anderen Tag mehr, wo die kommen, oder? Ja, Mario Kart 8 Deluxe, wahrscheinlich der beste Fun Racer für die meisten unter euch. Ich kann es nachvollziehen.
Es hat die meisten Strecken zusammen mit dem Booster-Streckenpass. Es ist einfach nur krank, wie viel Arbeit wahrscheinlich hinter diesem Spiel stecken muss. Es hat super viel Spaß gemacht bis hierher zu LP. Natürlich waren immer Parts dabei, wo es mal nicht ganz so gut läuft. Aber es war richtig, richtig nice. Ein paar Parts kommen noch. Ich weiß nicht, wie es euch gefallen hat. Ich hoffe auch gut. Es ist schön. Die Musik ist der Kracher. Die Tracks sind wirklich gut. Sehr gut. Die Streckenauswahl. Erstmal von dem normalen. Mario Kart 8 ist wirklich gut. Man hat relativ gute Strecken genommen. Hier im Deluxe-Teil, die DLCs natürlich kostenlos dazuzustellen und einen guten Battle-Mode hinzuzufügen, war Pflicht, haben sie gemacht. Sie haben dieses Spiel auf eine 10 von 10 gefühlt angehoben. Natürlich hat das Spiel meiner Meinung nach trotzdem Probleme. Weil ich das Item-Balancing in Mario Kart 8 Deluxe etwas schwächer finde als in Mario Kart 8. Das muss aber jeder, denke ich, für sich selbst entscheiden. Das alte Münze kommt mir zu oft vor. Aber gut, das ist auch nur meine Meinung. Ja, ansonsten ist es wirklich wundervoll. Man kann es immer wieder spielen. Seit nun knapp 9 Jahren begleitet uns das Spiel. Und ich denke auch, dass wir noch ein 10. Jahr mit dem Spiel verbringen dürfen, bevor wir Mario Kart 9 begrüßen dürfen. Eine gute 9 von 10 ist das Spiel auf jeden Fall. Ich habe es wirklich genossen bisher. Die Charakterauswahl darüber könnte man sich noch streiten. Man hat mit Mario Kart 8 Deluxe nochmal ein paar Charaktere hinzugefügt, die wirklich gewünscht wurden, wie Bowser Jr., Knochentrocken oder König Buhu. Das hat man schon gemacht. Da kann man sich nicht drüber beschweren. Manche Fahrer fehlen meiner Meinung nach trotzdem noch, das habe ich aber, denke ich, schon oft genug gesagt, dass Diddy Kong einfach fehlt. Ansonsten fällt mir tatsächlich keiner ein. Birdo könnte man noch erwähnen. Birdo, ja, wird zwar nie benutzt, habe ich das Gefühl, aber gehört einfach dazu mittlerweile. Ja, danke fürs Dabeisein bisher. Irgendwann geht's weiter. In 2 Tagen natürlich. Oder morgen, ich weiß nicht, wie die LPs bis dahin aufgeteilt sind. Dann, ja. Es ist einfach großartig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Die Credits laufen irgendwie auch schon immer länger. Aber gut, das passt schon. Dieser Part war eh einer der kürzesten sonst. Das wäre sonst einer der kürzesten Parts gewesen. Ah ja, wir hatten auch in Deluxe-Teil Charaktere dabei, die noch nie dabei waren, ne? Die Inklinge zum Beispiel. Relativ gute Idee gewesen. Wirklich gute Idee. Gut, dann wirklich, habt noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Kommt noch irgendwas? Nee.